Mit Spannung und großer Freude haben viele Spieler die Neuauflage von In Wandel der Zeiten erwartet. Jetzt heißt es ja Through the Ages, eine neue Geschichte der Zivilisation. Und da liegt nun das Spiel, grafisch komplett überarbeitet und natürlich auch einige Regeln wurden hier verändert. Und ich bin wirklich sehr gespannt, hier mal reinzuschauen vom Heidelberger Spieleverlag oder beziehungsweise dort ist es das Ganze erschienen. 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, also hier geht es schon um Experten, die sich mit diesem Spiel befassen sollten. 2 Stunden steht drauf mit einem Plus. Das heißt, hier kann man durchaus auch 3 oder 4 Stunden zubringen, je nachdem, in welcher Runde man das Ganze spielt. Ja, und jetzt genug geredet. Jetzt reiße ich das Ganze hier mal auf und dann schauen wir uns das schöne neue Material einfach mal an. So, da geht's schon los mit den Spielanleitungen. Hier haben wir den Gesetzeskodex und Handbuch, das erste Spiel. Und schon hier fällt auf, dass wir ein sehr schön farbig gedrucktes Material haben. Also das ist hier wirklich auch so glänzend gedruckt. Im Gesetzeskodex gibt es wahrscheinlich einfach einige Sachen. Ja, Spielvorbereitung haben wir hier, die einzelnen Erklärungen der Phasen. Das wird hier beschrieben und auch einige Kartenerklärungen gibt es in diesem Gesetzeskodex. Das ist hier A4, ein bisschen größer sogar vom Format. Und das Handbuch für das erste Spiel beschreibt hier in Ausführlichkeit, auch hier sehe ich es schon, hier gibt es mehrere kleinere Spielpläne. Das war ja in der älteren Variante ein großer Spielplan. Und das schauen wir uns aber mal an. Aber hier vielleicht, hier gibt es alles, was zum Ablauf für die Spielrunden gedacht ist. Ja, und hier sehe ich schon wunderschöne Grafiken bei den Karten. Also das wird schon mal ein Hauptaugenmerk sein bei dem, was ich mir jetzt hier anschaue. Und da habe ich zunächst erstmal die Tableaus. Also das ist jetzt auch, was die Farbgebung angeht, nicht mit den alten Tableaus zu vergleichen. Die waren ja sehr, na sage ich mal, tabellarisch auf. Dargestellt. Hier hat man es schon mal ein bisschen aufgelöster gemacht und was auch für die Atmosphäre hilft, ist natürlich hier, dass diese alles auch mit schönen Bildern illustriert sind. Ja, diese einzelnen Felder, diese Karten, das ist hier bei allen durchgängig der Fall. Das war ja auch sehr schematisch alles dargestellt. Also das macht doch schon mal Lust zum Spielen. Das sind diese 4 Spielertableaus im Spiel. Jawohl, auf der Rückseite nur so ein bisschen graue Landschaft, aber die braucht man ja auch nicht. Dann habe ich hier ein bisschen einen Aufkleberbogen. Was haben wir hier? 4 Spielablaufgeschichten, dein Spielzug und auf der Rückseite Terminologien. Also was ist womit gemeint? Das auch in ja, dicken Papier, also auch eine sehr schöne Qualität, muss ich schon sagen. Ja, und jetzt kommen hier diese einzelnen Spielertableaus. Ich sehe hier auch, dass hier einige, ja sag ich mal so, Kanten und alles Mögliche in die Spielbox eingefügt sind. Also hier zum Beispiel, da kann man also bestimmte Sachen hier sehr schön hineinpassen. Ja, so, ach hier liegt ein Würfelchen. So, und hier oben drüber das hier, das passt zum Beispiel haargenau, da verschiebt sich nichts. Hat sich also auch jemand Gedanken gemacht. So, was war das jetzt für ein Würfel? Auf jeden Fall war er in Rot gehalten. Muss ich gleich nochmal schauen. Okay, also hier gibt es jetzt diverse kleinere Tableaus. Das hier ist ein ganz kleines. Und hier sind wieder diese, ja, ich sag mal, tabellenartigen Sachen für Punkte und dergleichen mehr. Erfindungen wahrscheinlich hier. Dann ja, gibt es hier, das muss dann so hochkant wiederum gelegt werden, auch noch die militärischen Geschichten. Und hier, das ist die Auslage dann für die einzelnen Personen. Ja, okay, das also erstes, zweites, drittes Zeitalter wahrscheinlich. Ja, also das hat man jetzt also alles etwas in kleinere Tableaus gemacht, damit es sich auf dem Spielfeld, auf der Spielfläche besser verteilt. Das ist alles also auch gute, dicke Pappe. Wunderbar, passt sehr gut, klingt auch gut. Und dann schauen wir hier mal weiter rein. Jetzt habe ich hier, ach, da ist ja dieser rote Würfel auch. Jetzt habe ich hier einige
Säckchen mit solchen Klötzchen. Das sind wahrscheinlich einfach nur Marker. Hier sehe ich auch, der ist hier leicht aufgerissen. Da ist das herausgekommen. Ja, muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht aufmachen. Das sind hier in Gold, in Rot, in Blau. Hier kann man es sehen, ist es ein bisschen aufgerissen. Und in diesem ja, transparenten Material. Dann gibt es hier noch Marker für die Spieler. Das werde ich hier mal schön ausschütten. So sieht das Ganze aus. Auch natürlich passend in den vier Spielerfarben. Genauso wird das hier, hat man das hier gemacht. Die Aufkleber muss man dann mal schauen. Die werden wahrscheinlich für solche ja, Markerscheiben sein. Und hier, das sehe ich jetzt auch, diese ja, symbolartige Geschichte hier ist für diese, ja, sagen wir mal, bannerartigen Vorrichtungen. Also das sollte doch hier dafür gut erkennbar sein. Okay, und dann komme ich jetzt mal zu den Karten. Die sind hier anscheinend wohl schon vorbereitet. Zumindest habe ich das hier vorhin kurz gelesen, dass die Karten alle schon in einer guten Reihenfolge gemacht, genau, gemacht sind. Also da sollte man jetzt gar nicht so viel dran rumbasteln. Die 2, die 3, ja, fehlt noch die 1. Also das sind hier schon mal diese Kartenstapel. Jetzt packe ich das einfach mal aus. Fangen jetzt mal mit dem hier an. So, damit wir uns auch die Illustrationen einfach mal anschauen können. So, okay. Das sind jetzt hier einfach nur Textkarten. Oh, das ist, ich rieche das ja immer so gern, wie diese Karten, wenn sie noch frisch sind. Also, naja, okay, aber wir wollen uns ja das Material angucken und nicht hier, wie ich die, mir die Karten hier erschnüffle. Also, was haben wir denn jetzt hier zum Beispiel? Also, ganz schöne Grafiken. Ich zeige hier einfach mal strategisches Gebiet. Also, einfach so ein paar Landschaften. Dann gibt es hier so Kampfgeschichten. Auch das sieht ein bisschen alles deutlich besser aus. Mittelalterliche Armee hier mit der entsprechenden Krone versehen. Dann haben wir hier alle möglichen Auswanderungen. Gibt es hier mal eine Karte und so weiter. Gucke ich mal noch weiter. Mache hier mal noch so einen Stapel auf. Genau, hier die Nummer 3 auch nochmal. Also dieser Geruch. Naja, okay. Also vielleicht auch nochmal, hier hat man noch eine Kohle. Kreml, ja, erkennt man auch. So alles sehr gut. Profisport, da gibt es hier gleich ein Fußballstadion, ein Kino zum Beispiel, also ganz viele verschiedene Sachen. Hier sind dann die Anführer, da hat man jetzt hier zum Beispiel auch Bill Gates mit dabei oder auch Gandhi, ne? Schon mal schön unterschiedlich. Charlie Chaplin, da auch mit. Ja, also das hat man sehr schön überarbeitet, vielleicht zur Kartenqualität. Ich glaube, das ist, ja, das ist Leinen. Und ja, es macht einen guten Eindruck. Ist stumpf, also nicht glatt, also ist jetzt nicht rutschig oder so. Also keine Hochglanzkarten, sondern alles so in diesem stumpfen Material. Also da muss ich sagen, hat man sich sehr, sehr viel Arbeit und Mühe gemacht mit diesen ganzen Illustrationen. Auch militärische Einheiten, alles, was das Herz begehrt und was eben für den Spielablauf hier auch wichtig ist. Hier gibt es ja noch das in Brüssel stehende Atomion. Also dieses kleine, ich mache es einfach mal auf hier. So, die Zeit haben wir noch, das hier mal noch anzuschauen. Hier aus Brüssel. Also sehr schön. Also muss ich wirklich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es lädt zum Spielen ein, diese Farbenfreude. Und dann muss man einfach nur noch beim Spielen sehen, wie sich hier die Veränderungen bemerkbar machen. Das Kampfsystem soll sich hier etwas verändert haben. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch ganz entspannt und in Ruhe beim Spielen dann anschauen.